heutigen Thema geht es um Gamification und ich freue mich ganz speziell, einen Gast zu begrüßen, der uns Einblick in das Thema gibt. Ich freue mich, habe ich jetzt Gast, Lia. Vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer kannst du dir schnell vorstellen, was ist so dein Hintergrund, wer bist du? Mein Name ist Lia Marchetto, ich bin 27 und ich arbeite momentan als Kampagnenmanagerin im Direktmarketing bei einem Retailer und absolviere parallel den Studiengang MIS Customer Excellence. Jetzt, wir reden heute über das Thema Gamification. Kannst du kurz erklären, was das eigentlich überhaupt ist? Ja, Gamification oder auf Deutsch gesagt eigentlich Gamifizierung bietet einfach die Möglichkeit, die Spielfaszination oder ja, sozusagen eigentlich den Spieltrieb, den wir Menschen haben, aktiv zu nutzen. Und es geht dabei grundsätzlich darum, das spieltypische Element, das wir eben von verschiedenen Spielen kennen, auf einen nicht spielerischen Kontext übertragen. Und das Ziel von Gamification selber ist es, dass die Motivation von Spieler bzw. vom User selber auf eine gewünschte Verhaltensänderung hervorbringt. Ich weiss, du hast ein bisschen etwas vorbereitet, dass wir da noch mehr in die Tiefe gehen können. Ich würde sonst gerne dir das Wort übergeben. Hey, was ist eigentlich Gamification und wie funktioniert es? Ja, ich zeige dir da gerade ein paar Slides nachher. Als mögliches theoretisches Modell eignet sich meiner Meinung nach ein Schema von Werbach und Hunter. Es zeigt auf den ersten Blick Struktur von Gamification und natürlich steckt sehr viel mehr dahinter. Aber um mal das Wesentliche ein bisschen vor Augen zu haben, ist es sehr hilfreich. Und in diesem Schema geht es um Dynamiken, Mechaniken und Komponenten. Und die Funktion von dem ist, dass jede Mechanik führt zu einer Dynamik und jede Komponente könnte eine oder auch mehrere Mechaniken und Dynamiken bilden. Ich zeige dir gerade auch noch ein Beispiel. Abzeichen und zum Beispiel Levels sind Komponenten, die verwendet werden, um den Spieler zu einem bestimmten Verhalten zu motivieren. Und wenn dann beispielsweise ein Abzeichen freigeschaltet wird, dann führt das eigentlich zu einem indirekten Feedback an den Spieler, was zu einer Mechanik gehört. Und daraus entsteht dann ein Fortschritt, was wiederum eine Dynamik ist. Und wichtig ist einfach zu verstehen, es ist final nicht vorgegeben, welches Element welchen Effekt auf deine Anwendung oder auf deinen Spieler hat. Weil damit einfach Gamification überhaupt funktioniert, muss es wirklich individuell auf dein Unternehmen überhaupt zugeschnitten werden, damit es so ein erfolgreiches Spielerlebnis geschaffen wird. Ich sehe jetzt auch Pyramide. Also das ist eigentlich so wie das Gebäude für Gamification, jetzt reine Theorie, so wie ich es verstehe. Mhm, genau. Und du hast jetzt schon von Abzeichen geredet. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin auf einer Webseite, ich tue irgendetwas ausfüllen und nachher wird mir signalisiert, hey, ich habe jetzt in der Form von einem Icon ein Abzeichen gewonnen. Genau, und das ist ja dann wie so ein indirektes Feedback an dich, dass es du durchgeführt hast oder erfolgreich abgeschlossen hast. Und das führt ja dann dazu, dass es einen gewissen Fortschritt erreicht hast. Okay, also es ist so wie eine Motivation, die mich dazu führt, den nächsten Schritt zu machen. Und ich habe dann so wie eine Bestätigung, wie ein Glücksgefühl, okay, ich habe jetzt das Ziel erreicht. Genau, ja. Und das kann zum Beispiel ein Abzeichen sein, das kann ein Geschenk sein, das kann dein Avatar sein, wo dir ein indirektes ein Signal gibt von einem Spiel, dass du dich jetzt natürlich gerade drin befindest. Ja, und dann ist es so, Werbach und Hunter hat da eine sogenannte PBL-Triade gemacht, wo übersetzt heißt Points, Badges und Leaderboard. Und mit denen werden eigentlich die meisten Gamification-Implementierungen gestartet oder halt in denen angewendet und gehören dann eben zu der Rubrik Komponenten. Und das Element Punkt kann
auf unterschiedliche Art und Weise dann verwendet werden. Zum Beispiel kann es sein, dass Punkt dir signalisiert, dass deine gesammelte Punkteanzahl ist. Oder Punkt kann auch signalisieren, wo das dein Gewinnstatus ist, wo du erreichen solltest. Und das Gleiche funktioniert eigentlich auch mit Abzeichen. Abzeichen ist so eben, wie wir jetzt vorbesprochen haben, so eine visuelle Darstellung, wo als Leistung angesehen wird und sie können das Ziel darstellen, dass du eben etwas erreicht hast, oder sie geben auch so ein bisschen Gewinnhinweis, was noch alles im Spiel möglich ist, wenn du zum Beispiel noch nicht erreicht hast oder wenn du mehrere Badges kannst bekommen. Dann gibt es dann eben noch die Leaderboards, das sind sogenannte Ranglisten von den Spielern. Meiner Meinung ist es durchaus so, dass in der richtigen Situation erzeugen die recht starke Motivation im Spieler, weil sich eben der Spieler sozusagen in einem direkten Verhältnis zu anderen Spielern dann sieht. Und man muss aber schon sagen, das funktioniert schon nicht bei jedem Spielertyp. Dann würde ich noch kurz auf die Spielertypen eingehen. Das ist dann gut. Für die Entwicklung von Gamification-Konzepten in Bezug auf die ganzen Spielertypen kann meiner Meinung nach auf die Forschung von Bartel zurückgegriffen werden. Er hat so vier verschiedene Spielertypen kategorisiert. Und dazu gehören so Killer, Socializer, Explorer und Achiever. Ja, ich beschreibe mal die kurz. Der Achiever ist ein sogenannter Erfolgssammler. Er möchte etwas erreichen. Der Spielertyp versucht zu zeigen, möglichst viele Punkte oder Abzeichen zu sammeln. Und dementsprechend möchte er auch immer das höchste Level erreichen. Und der Killer, der ist ein Kämpfer und der möchte immer gewinnen. Und der versucht wirklich auch andere Spieler zu besiegen, konkret. Und ja, das genaue Gegenteil ist aber der Spielertyp Socializer. Der wendet sich im Spiel anderen Player zu. Er will, er möchte eigentlich unbedingt den Wert von den sozialen Interaktionen, dort extrem viel Wert drauf legen. Und hingegen möchte ich einfach den Explorer, möchte Neues entdecken und seine Grenzen kennenlernen und möchte ganz klar über die ganze Spielwelt erkunden und mit der interagieren. Gibt es also dort auch so Tendenzen? Also kann man sagen, jemand ist vielleicht so eine Mischung zwischen Achiever und Explorer? Oder ist es in der Regel so, dass man ganz klar ehrlich kann zuordnen kann, wer was ist? Grundsätzlich ist es ja so, es gibt in diesen ganzen Komponenten und Mechaniken sind sehr viele verschiedene, können auf mehrere Spielertypen gematcht werden. Und deswegen ist es nicht unbedingt einfach so, du gehörst einem Spielertyp zu und der bist dann für immer und ewig. Also das funktioniert schon nicht. Aber es gibt durchaus Komponenten oder Elemente, die dich dazu leiten, wenn du einfach ein stärkerer Spieler in dem agierst. Und es kommt aber immer noch darauf an, was du für ein Spiel überhaupt schaffst. Also wenn du auf deine Zielgruppe, wenn du ganz klar sagst, du möchtest keine Killer-Komponente zum Beispiel drin haben, dann förderst ja du das auch nicht in deiner Zielgruppe. Also das heisst eigentlich, die Spielertypen, also es ist eigentlich wie die Motivation, die hinterliegende von einem Spieler, von einer Spielerin. Genau, ja. Und ich kann anhand von dem eigentlich sagen, um was schlussendlich soll gehen im Spiel, was eigentlich das Spielziel ist. Ja, und es kann natürlich sein, dass jemand, der ein Schleiser ist, ganz klar bei gewissen Gamification-Anwendungen das zum Vorschein kommt, aber wenn du eben auf deiner Gamification-Anwendung das wie so ein bisschen unterdrückst, dann kommt er gar nicht erst so zum Vorschein, dass er ein Socializer ist. Mhm. Aber das ist, wie du gesagt hast, es ist so wie dich liegt die innere Motivation. Und den kannst du eben damit so Element viel stärker triggern. Mal, ja. Dann haben wir noch einen Schritt weiter gehen. Einen Schritt weiter wäre die Engagement Loop. Die Engagement Loop ist auch bei Werbach und Hunter so beschrieben. Da haben wir jetzt vorher schon ein bisschen diskutiert. Unsere Aktivität von einem Spieler ist sozusagen eine Motivation vorhanden
Und er stellt eben so ein indirektes Feedback an den Spieler, zum Beispiel eben mit dem Übertrag, dass du Punkte bekommst. Und das Feedback motiviert dann den Spieler wiederum, zu weiteren Aktivitäten durchzuführen. Und die besteht also laufend. Die ist nicht nur, also deswegen ist eben Gamification nicht nur einfach zur kurzfristigen Aktivierung, sondern zur langfristigen, weil also der Spieler befindet sich immer in dem Duktus inne. Also ich höre dort aus, es ist schon weit die Herausforderung, dass Spieler überhaupt genug motiviert sind, dass sie sich eben auf die Spiele einlassen. Und wenn sie dann den Schritt machen und während der Aktion, dass dann das Feedback, aber du hast vorhin schon gesagt, von der Belohnung, dass sie sehr wesentlich ist, um wieder die Motivation zu nähren. Genau, ja. Wichtig ist einfach auch, dass die gerade unmittelbar an die Spieler gelangt. Wenn du erst eine Stunde oder eine Woche später mit einem Feedback an den Spieler kommst, dass er etwas erreicht hat, dann interessiert ihn das gerade nicht. In dieser schnelllebigen Welt, wo wir natürlich jetzt sind, da möchte man gerade den Push bekommen. Und durch den Spieltrieb, den ja jeder innerlich hat, möchte man ja sein Können unter Beweis stellen. Und dann willst du auch gerade das Feedback bekommen, damit du in deiner Motivation drin bleibst. Gibt es bei dieser Motivation auch noch wie verschiedene Dimensionen? Also ich stelle mir vor, so die Motivation im Moment, hey, okay, wird jetzt aktiv, aber auch die Motivation über längere Zeit. Also ich denke da an Services, die eben irgendeinen Punkt mit Punkten funktionieren und die Punkte, die sammeln sich im Hintergrund und ich gehe immer wieder schauen, hey, wie viele Punkte habe ich im Moment. Damit es wirklich langfristig abzielt, musst du deine ganze Storyline auf das abzielen. Du musst dem Kunden oder halt dem Spieler selber wirklich sagen, was wird er mal erreichen können. Damit er eben weiss, ah, ich befinde mich gerade in der kurzfristigen Motivation, die habe ich jetzt bekommen, was ist mittelfristig, aber was erreiche ich wirklich auch langfristig? Oder woher soll ich wirklich gehen? Und die drei Dimensionen gibt es dann dementsprechend. Und last but not least würde ich noch gerne auf das Gamification Canvas Modell eingehen. Ich finde, es ist ein einfach dargestelltes Tool, um so ein bisschen den Überblick zu Gamification zu verstehen und ein bisschen anzuwenden können. Und es hat aber verschiedene Bestandteile vorhanden, wo man dann dementsprechend auch konkreter angehen kann. Und wie sich anhand einfach auch von den letzten Folien zeigt, die Umsetzung von Gamification kann auf so viele verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Es gibt wirklich grundsätzlich keine Grenzen von Kombinationen und Abhängigkeiten von diesen ganzen Spielelementen. Und das hilft schon mal, so kleine Gedanken, Inputs oder auch übergreifende Ziele ein bisschen zusammenzufassen oder ein bisschen ordnen. Also Canvas kenne ich so vom Business Model Canvas, ist jetzt so lustig. Also es gibt wie ein spezielles Canvas Korrekt, für ja. Gamification und also so wie ich es jetzt verstehe, das sind eigentlich so die Themen oder die Fragen, die man sich muss stellen muss, um überhaupt so eine Gamification anzugehen. Genau, ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen bei Praxis sind, kannst du dort noch Sachen dazu sagen? Wie sieht das dann aus? Ich sage jetzt mal, es gibt Unmengen an Gamification-Anwendungen und jeder hat ja dann seine Meinung dazu. Und ich denke sicher, dass gewisse Treueprogramme sicherlich funktionieren. Und dabei haben wir zum Beispiel das Beispiel von Miles & More, wo extrem gut funktioniert. Oder gewisse Retailer verwenden das zum Beispiel auch. Aber ich finde, was für mich auch extrem interessant ist, ist, dass Gamification einfach auch heutzutage sehr stark in der Wissensvermittlung eingesetzt wird. Beispielsweise bei so E-Learning-Plattformen kann durch so eben spielerische Elemente die ganze Konzentration und Motivation vom Spieler oder vom Nutzer dann gesteigert werden. Und das wirklich auch im Gegensatz zu, ich nenne es jetzt mal halt die normalen oder eher die passiven Lernmethoden, was sie wirklich sehr effektiv ist. Also, aber jetzt auch hier habe ich rausgehört, es gibt so weit Anwendungen im Marketing, sagen wir im Verkauf, Treueprogramm, also wenn ich immer wieder in gleich lade oder gleich Shop stelle, dass ich dort belohnt werde.
Aber dann gibt es auch ganz andere Felder wie Bildung oder jetzt eben das Beispiel mit E-Learning. Genau, ja. Gibt es noch weitere so Gebiete? Ja, es gibt das Gebiet von gesellschaftlicher Gamification. Beispielsweise, wenn ein Bund sagt, hey, wir möchten, dass unser Volk ein bisschen trainierter ist, dann kann man natürlich so eine Gamification-Anwendung lancieren, dass man zum Beispiel gewisse Schritte am Tag durchführt. Und das sind dann wirklich so Gesellschaftsthemen, die initiiert werden. Oder nicht so viel Wasserverbrauch beispielsweise. Wenn ein Haushalt weniger Wasser verbraucht als im Vorjahr, kommt er da und da über als Belohnung zum Beispiel. Oder, ich weiß auch nicht, wenn du den Müll rausbringst, kommst du aufs Mal Punkte über. Oder wenn du den Müll trennst beispielsweise. So. Ja, bei mir ist immer jedes Jahr ein grosser Frust, wenn ich muss die Steuererklärung ausfüllen muss. Und ich denke jedes Mal, das wäre ein super Gebiet, mal ein bisschen Gamification anzuwenden. Ich glaube, dort haben wir Potenzial, ja. Jetzt, aber du hast schon so ein bisschen gesagt, die verschiedenen Gebiete, wenn wir es jetzt auch in unserem unternehmerischen Kontext anschauen, was sind dort so die Chancen und Vorteile, wenn jetzt das Unternehmen sagt, hey, ja, komm, wir probieren es mal mit Gamification? Ja, es ist ja so, und ich glaube, ich kann das jetzt so formulieren, die meisten Menschen müssen im Laufe des Tages sehr viele Sachen machen, die sie allerdings nicht so gerne machen. Oder für das, dass sie halt einfach zu grosse Überwindung brauchen. Zum Beispiel Steuererklärung, Müll rausbringen oder ein Formular vollständig ausfüllen. Und Gamification hilft eben, so lästige To-Dos, ja, ich nenne es jetzt mal, vielleicht ist es jetzt hart, aber vielleicht von einer Abneigung zu einer Freude oder ja, besser gesagt, irgendwie von so, ich muss es machen, zu ich will es machen, ändern. Und es ist ja so, dass der Mensch von Natur aus einfach eben den Spieltrieb besitzt und er versucht, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und der Vorteil dann dementsprechend von einem Unternehmen ist, dass Gamification eben intern wie auch extern kann eingesetzt werden. Du kannst es online wie auch offline nutzen. Und dadurch, dass eben die Spielfaszination immer herrscht, kannst du eben dafür jung wie auch, also bis zu alt anwenden. Und man sieht es jetzt zum Beispiel auch bei diesen Treuprogrammen, beim Einsatz mit dem Kunden führt das automatisch zu einer Kundenbindung oder zu einer Markenbekanntheit. Oder Gamification kann extrem gut eingesetzt werden, um einfach auch mal Daten generieren, wo du ein Spieler zum Beispiel bei einer Umfrage, bei einer spielerischen Umfrage müsste ausfüllen, dann hast du schon mal Daten von dem Kunden. Und das sehe ich schon sehr stark als Vorteil. Aber du hast jetzt ein bisschen vorsichtig formuliert, dass wir Menschen eigentlich gerne so Spiele spielen. Ich denke da an meinen Sohn, der jetzt 2-jährig wird und der tut eigentlich lernen, dort zu spielen. Also der ist jetzt, geht noch nicht in die Schule oder die Spielgruppe und wir sagen dem nicht, was er muss machen. Und er tut eigentlich dort zu erkunden, tut er sich Sachen beibringen. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass wir das eigentlich auch von Natur aus drinnen haben. Also wir sind dort alle mal durchgegangen, auch zumindest als Kind. Also nehmen wir jetzt mal an, das Unternehmen möchte konkret werden, möchte dort in die Gamification einsteigen. Was sind dort so die Schritte? Wie kann man vorgehen? Ja, für Firmen, die neu möchten Gamification umsetzen, empfehle ich sicher als erstes die Definition von der Problemstellung und von deiner Zielsetzung und von deiner Zielgruppe. Und dann nachher können dort daraus Hypothesen erstellt werden, zum Beispiel dann auf deine vorhandenen Segmente beispielsweise. Und in einem dritten Schritt denke ich sicher, dass du dann anfängst, die ganze User Journey gestalten. Und da dazu gehört zum Beispiel, befasst du dich dann mit Spielregeln. Also, wann kommt welcher Schritt, wenn wird etwas freigeschaltet. Und dann
befasst dich dort sicher auch noch mit dem Game Design, also wie sieht deine ganze Spielwelt aus, beispielsweise. Und dort drin, wenn du es gerade am Gestalten bist, würde ich vorschlagen, teilst du die Elemente von dem Modell mit Dynamiken, Mechaniken und Komponenten dann auch gerade zu und tust sie kombinieren. Und am besten prüfst du die gerade auch in der Anwendung direkt mit dem Spieler. Ja, und als Letztes würde ich sicher sagen, du analysierst deine Ergebnisse und du sammelst daraus sicher Erkenntnis und optimierst ja dann auch die Anwendung. Also wenn ich mir jetzt ein praktisches Beispiel vorstelle, aber wir haben vorher von dieser E-Learning-Plattform gehabt, dann könnte beispielsweise ein Problem sein, dass Leute so einen Kurs nicht abschließen, dass sie anfangen, aber nachher irgendwann abhängen. Und da könnte jetzt Ziel sein, dass man dort versucht, eigentlich Leute dazu zu bewegen, dass sie wirklich den Kurs so, ja, ganz durchschauen und abschließen. Und dann könnte es vielleicht sein, dass man mit Levels schafft oder mit Punkten. Ja, und das mal einführt und nachher auch experimentiert, schaut, hey, wie sind die Reaktionen, vielleicht auch mit Kunden redet oder auch auf der quantitativen Ebene schaut, hey, hat jetzt die Massnahme etwas gebracht? Und was ich jetzt eben auch noch rausgehört habe, eben, es muss wie im Duktus vom Unternehmen drin passen. Also es muss irgendwie mit dem Brand stimmig sein. Und dort kann ich mir vorstellen, dass so die Art vom Spiel muss irgendwie in diesen Brand hineingreifen. Also jetzt, ich sage jetzt bei einer Hilfsorganisation, dass man jetzt voll auf einen Killer-Spieltyp geht, weil vielleicht die Hilfsorganisation für Kinder der zuständig ist, ja, dann wird es auch schwierig, oder? Ja, siehst du absolut richtig. Und ich finde, im ersten Augenblick musst du bei Gamification immer die Sicht vom Spieler ausdenken. Was ist, du hast sicher ein Business-Problem oder eine Ausgangslage allgemein und du hast eine Zielsetzung, aber was treibt wirklich den Spieler an oder von was für Gedankengängen steht da und das solltest du dann wirklich mit ins Konzept reinnehmen, damit es überhaupt so einen maximalen Erfolg hat. Und ich persönlich, ich bin ein mega Fan von Co-Creation und am besten entwickelt man es auch wirklich gerade mit dem Spieler zusammen. Du kannst ja irgendwie eine Test-User-Gruppe machen und dann mit denen gerade anwenden lassen. Ja. Wenn man so ein bisschen Feuer gefangen hat für das Thema Gamification, wie kann ich mich jetzt noch weiter informieren? Was sind so deine Tipps für Bücher, für Webseiten? Ich persönlich habe in meiner Zertifikatsarbeit Unmengen an Literatur und Quellen auseinandergesetzt. Und ehrlich gesagt finde ich ein Buch von Werbach und Hunter, das heisst How to Win, extrem hilfreich. Und zwar deswegen hilfreich, weil wir haben jetzt gemerkt, Gamification ist so komplex. Es nimmt wirklich die Komplexität und tut es einfach darstellen. Ich finde die Erklärungen dabei mit dem Praxisbeispiel finde ich wirklich sehr hilfreich. Natürlich findet man dann im Internet auch extrem geeignete Informationen. Ich würde sagen, suchen. Ist gut. Ja, hey, jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, die mich noch interessieren würde. Was würdest du von dir sagen? Was bist du für einen Spielertyp? Ein Spielertyp, sage ich mal, klassischer Entdecker bezeichnen. Ich mag da noch so cool. Ein bisschen durchforsten von der Spielwelt. Sehr schön. Hey, da sind wir am Ende angekommen. Merci vielmals für das spannende Interview. Vielleicht, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer noch Fragen haben, dann kann man das in den Kommentaren schreiben. Ich weiss nicht, Delia, vielleicht kannst du dir dann auch Antworten geben. Dann wünsche ich dir und eben auch noch zuschauen einen ganz schönen Tag. Merci vielmals. Danke.